Ich habe keine Lust mehr. Es wird immer komplizierter, mein Kopf tut immer mehr weh, aber es macht, noch macht es Spaß. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portelos Reloadus. Ja, in den letzten zwei Folgen mussten wir immer im Internet nachgucken, wie... Good news. We found a way to make these turrets more durable. They should now also work in the future. Most of them, anyway. Okay, das heißt, es gibt welche, die funktionieren nicht. Find a defective turret in the future. Feel free to mark this as a flaw in your test report. Deploying. Are you still there? Oh. Der ist böse! Das Portal ist riesig. Hallo? It's me. Not you. Komm ich hier durchs Portal? Natürlich. Warum? Nehme ich mal durch die Zeit. Ah, in der Zukunft existiert. Ha! Ich würde vielleicht erstmal. Nein! Doch! Ich kann das Portal widersetzen, das ist nicht das Problem. Warte mal, no. Ich bin jetzt hier. Braucht das so? So. Wieso kommt denn das jetzt so? Weil ich das Portal nicht schief gesetzt habe. Ey, das ist so unfair, Mann. Ach, komm. Wenn ich das hier einmal... Hallo? Jetzt kann ich gar kein Portal mehr hier setzen. Wo komme ich denn so einen blöden Block her? Ich kann den hier nicht aufhalten. Wahrscheinlich in der falschen Zeit. Ich hab... Ja, ihr müsst mich kurz hier durchlassen. Weiß was ich... Hä, aber das ist gar nicht möglich in der Zeit. Ah, doch, ja, schon. Halt, hier muss das hin. Zeitportal muss... Warte mal. Hab ich schon wieder gerippt, ja. Mann! Oh, ich kann ein Portal setzen. Hallo. Nee, ich muss erst durch die Zeit reisen, dann das hier. Das geht ins Orangene. Das heißt, Blau muss hier. Blau muss da. Ey! So.
So. Wir müssen auf diesen Knopf drücken, hier hin sprinten. Außer ich kann hier ein Portal setzen. Perfekt, so kann ich das alles einfach. Perfekt. Nur noch irgendwie eine. Nein. Nicht dein Ernst! Mann, ey, das ist so ein. Oh. Kann da immer schon noch Portal. Hallo. Searching. Meine Güte. Welcher Zeit? So. Dann da raus, das hat. Und jetzt nicht so dumm sein und direkt da schon. Ich stand nicht richtig. Stehe ich jetzt auf den Knopf drauf? Komm nicht mehr nach da hinten. Oh! Ja gut, ich hab's mir gerade wieder selber verbaut, weil ich einfach dumm bin. So, durch die Zeit. Sag mal, kann es sein, dass das Spiel ein bisschen broken ist? Reden? Schützt mich das? Okay! Noch eine Runde! Weil ich einfach zu dumm bin, es hinzukriegen, da einfach ein Portal stehen zu lassen. Ey, wenn ich jetzt noch. Okay.
Wird hier erschossen. Nein, werde ich nicht. Wow. Wow. Dieses Portal... Nein, ich habe den Knopf überhaupt nicht gedrückt. So. Egal wie. Nee, kann ich nicht machen. Außer... Doch, hat geklappt. Ich darf jetzt blau auf keinen Fall mehr in der Zeitlinie setzen. Ich darf in der Zeitlinie auch keine Portale mehr ändern. Wenn ich hier... Ich darf hier nur noch orange ändern. Nein! Ich komm nicht mehr nach... Doch, ich komm nach Dayton, wenn ich hier ein blaues setze. An. Oh, ein Müll, echt? Oh, wenn du dich hinter der Mauer versteckst, wirst du safe nicht getroffen. Hallo. Mann, ich hätte das schon 10-mal lösen können, wenn ich nicht so dumm wäre. Nein, ich bin in der falschen Zeit. Bin ich nicht. Und anstatt hier so ein hässliches, dummes, blaues hinzumachen, wird das denn hier... Ganz easy durch. Jesus, dieser hässliche Block schon... Das darf ich erst nachher setzen. Mache ich, gehe jetzt hier durch. Ich brauche hier ganz sicher keinen Knopf. Also ich gehe in der Zukunft weiter. Komm von hier aus nicht mehr hierher. In der Zeit aus. Da sind auch die Sachen noch... Nein, sie sind natürlich nicht mehr aktiviert. Also ich will mir, ja, hier so eine Brücke bauen. Das geht, wenn ich... hier ein blaues Portal längs setze. Das ist ja relativ. Boom. Kann ich das mit Orange normalerweise da dran schießen? Da bin ich. Mein Gott, hä? Wie soll ich denn das machen? So, an dem Punkt, wo ihr hier hinten hinkommt, ja, müsst ihr einfach in die Zukunft gehen. Weil ihr braucht hier den Zukunftswürfel. Orange will ich. Ich komme nicht mehr nach hinten. Den brauche ich, damit er mir die Tür aufmacht. Genau. Ja, ich habe das falsche Portal gesetzt. Mal wieder. Wuhu!
Macht so gar keinen Spaß. Und ich bin in der falschen... Bin ich nicht? Jetzt muss aber da am blauen Portal da hinten sein. Ey, das macht halt überhaupt keinen Spaß, wenn du es trotz Lösung immer noch nicht hinkriegst. Ja, ich muss sterben, weil ich komm da hinten nicht mehr hin. Meine Güte, wie kann man nur so dumm sein wie ich? Echt. Ja, und ich weiß, dass wir schon wie... Es ist Checkpoint! Das Portal darf ich nicht bewegen. Ich weiß nicht, wo ich ein Portal setzen darf. Ich glaube, hier darf ich. Ich muss das zuerst in der Zukunft setzen. Aber hey, dann komme ich doch gar nicht mehr zurück! Ey, so ein Müll! E2, ja, ich bin auf den Knopf gekommen, ich auf der Tastatur drauf. Ja, Return. Ja, ich kann jetzt hier per Knopfdruck mich an- und ausmachen. Nicely done. And don't worry. You won't encounter any tarts between the test chambers. Except for these ones. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some. Ja, ist gut, das ist die Lösung, die im Hintergrund läuft. Die ich mir jetzt angucken werde. Nee, warte, ich hab sie doch. Das ist doch dieselbe wie gerade eben. Die hab ich schon. Also. Wir sind hier. Wir müssen erst die Portale in der Zukunft setzen. Da setze ich blau. Und hier orange. Soll ich denn jetzt in der Zukunft wieder da nach hinten kommen? Klar, so. Aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Nee, sobald ich hier jetzt ein Portal setze, ja, sobald ich hier ein Portal setze, verschwindet das ja wieder in der Zukunft. Weil die Zukunft sich verändert, wenn ich die Vergangenheit ändere. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Ich hätte ja noch tausendmal zwischen den Zeiten hin und her laufen. Seht ihr? So? So? Das ist unterhaltsam. Ich könnte das eine Stunde machen. Ich gehe jetzt in der Zukunft nach da hinten. Setze mir hier ein Zeitportal. Ja, und sobald ich hier ein Portal ändere, komme ich in der Dings nicht mehr nach hinten. Ich muss hier ein Portal setzen. Ich muss durch dieses Portal hier durch. Indem ich einfach nach oben springe mit irgendwelchen... Wenn ich es richtig verstanden habe. Hier orange. Dann hier orange, hier zurück. Dann die Zeit ändern. Dann funktioniert der Müll auf irgendeine Art und Weise. Wie komme ich jetzt da hoch, wenn ich fragen darf? Ich kann mich in der Zukunft frei bewegen. Yeah.
Ich war so, also ich hab's jetzt geschafft, immerhin schon mal diese Drecksbrücke hier zu aktivieren, ja? Ich komme da aber nicht hoch. Lustig, oder? Guck doch mal im Internet nach. Ja, also, man muss das durch die Zeit feuern. Wundert mich, dass ihr das nicht wusstet. Ja, und dann kann man da drüber. Doch voll easy, oder nicht? Nicely done. And don't worry, you won't encounter any turrets between the test chambers. Except for these ones. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some reason, this entity seems completely unresponsive. 20 years from now. That's why the future looks the way it does. We have lost all control, and we need to find a way to restore it. Habe ich ihm nicht zugehört, das ist mir auch vollkommen egal. Da. Schön, dass das hier so dunkel ist, dass ich nichts mehr sehe. Ich muss da irgendwie rüber. Ich weiß aber nicht wie. Ja? Ich höre? Hier? Ich muss hier lang. Testkammer 22, ja? Schön. Ja, ich gehe hier ja schon durch. Ich komme hier nicht über dieses... Ach, komm. Wir laufen einfach mal hier weiter. Hier geht's nicht weiter. Ja, also es gibt so einen versteckten Weg hier unten, den ich nicht gesehen habe. Weil ich dumm wie keine Ahnung was bin. Wie komme ich jetzt hier rüber? Es bringt mir halt wirklich rein gar nichts hier zu sein. Ah, jetzt funktioniert's. Ja, klar. Da ist die nächste Kammer. Ich suche schon mal den Link im Internet raus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Checkt gerne unten in der Videobeschreibung Instant Gaming ab. Wir sehen uns. Bis dann, Leute, und ciao.